Wie stimuliert man eigentlich eine Frau richtig? Es gibt natürlich ganz viele Wege, aber einen davon zeigen Dr. Nadine Beck und ich dir heute und verraten dir ganz viele Tricks und Tipps und Handbewegungen. Ich bin Tina Molin, ich bin Gründerin von Happy Vagina und bei uns dreht sich alles um weibliche Lust. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du einen Like da lässt oder abonniere doch gleich den ganzen Kanal. Hier gibt es ganz viel zum Thema weibliche Lust. Liebe Nadine, wie berührt man denn nun eine Vulva richtig? Das ist natürlich hochgradig individuell, ne? Jede Person mag das anders, aber ich würde mal einen Weg beschreiben, der vielleicht auch für dich zutrifft. Wir müssen es sehen. Und zwar, wenn wir eine Vulva vor uns haben, dann haben wir wahrscheinlich erstmal hier so Vulvalippen und sehen vielleicht gerade mal den Eingang der Vagina und die Klitoriseichel. Ich würde als allererstes sagen, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit oder wenn du der Partner oder die Partnerin von einem Menschen mit Vulva oder Vagina bist, gib ihr Zeit. Und dann würde ich ganz langsam anfangen Ich muss leider zu ketzerisch massieren. hier, ich muss hier leider ketzerisch reingrätschen. Und ich habe ja viele Kundinnen, viele Klientinnen und mit denen ich an ihrem Sexleben, denen ich bei ihrem Sexleben helfe. Und der Satz, den ich immer höre, ist: Bitte nicht sofort auf den Kitzler gehen. Also bei allem Küssen und Berühren und Anfassen. Und dann kommst du in die Intimregion. Und einer der größten Fehler, die man machen kann, ist sofort auf den gelben Punkt drauf. Meistens gibt es dann ein Zurückzucken, ein Oh, nicht schon wieder. Denn es gibt erst noch mal ganz andere Wege und Stellen, die berührt werden wollen. Es gibt natürlich auch die Ausnahme. Es gibt auch Zeiten, wo man so high on ist, dass es genau das richtig ist. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht bei 10%. Bei 90% der Frauen, mit denen ich spreche, ist es nicht auf den Kitzler als allererstes gehen. Genau, und da sagst du was ganz Wichtiges. Wenn ich einen Menschen mit einer Vulva verwöhne und dieser Mensch zuckt zurück oder geht irgendwie mit dem Becken weg, nicht nachrücken. Das ist eher ein Zeichen, dass man sagt, hoha, warte mal, Aua. das ist zu heftig. Easy, ja? Also, egal ob du jemanden leckst oder mit den Fingern irgendwo bist, langsam, langsam. Wenn das die Person gerade möchte. Und dann ist es mein Tipp, wirklich die Vulvalippen erstmal zu bespaßen, die Oberschenkelinnenseiten, den Venushügel, also den Teil, wo deine Vulvahaare obendrauf sind, mal zu massieren. Vielleicht nehmt ihr ein bisschen Massageöl und massiert einfach erstmal diesen gesamten Bereich, das Perineum, also die Dammregion, vielleicht an den Anus ein bisschen runter, an den Innenseiten der Schenkel und wo auch immer, am hinteren Rücken, weil, wie wir in einem anderen Video erklärt haben, die Klitoris ist überall. Sie ist sehr viel größer als das, was ich hier gerade in der Hand halte. Und wenn ihr das mal so ein bisschen mit der Massage gemacht habt und merkt auch schon, ob die Person, die ihr massiert, langsam bereit ist, dann wird sie sich auch offenbaren, indem zum Beispiel das Gewebe schön durchblutet wird und man sich vielleicht eher euch entgegenreckt. Also nicht nur, indem sich die Klitoris wie ein Penis erigiert und aufrichtet, sondern dass die Person euch zeigt, ja, das ist gut. Nadine, Macht es weiter. lass uns doch mal ein bisschen hands-on werden. Also, Ja. wir sagen immer, nee, das sollst du nicht machen. Also Genau. nicht sofort auf den Kitzler. Aber was sollst du denn nun machen? Okay, Innenschenkel massieren, Vulvahügel, das ist da, wo die Haare sind, hinterer Genau. Rücken massieren, also sozusagen erstmal gar nicht den Intimbereich, sondern erstmal die ganze Haut rundherum, weil wir haben ja ein eigenes Video gemacht über die Klitoris. Die ist, wie du sagst, überall. Die geht in den hinteren Rücken hinein, die geht in die Oberschenkel hinein. Deswegen, du stimulierst das alles schon, indem du eigentlich Körperbereiche berührst, von denen man denkt, was hat jetzt die Innenseite der Schenkel mit der Klitoris zu tun? Watch the other video, eine Genau. ganze Menge. Die sind nämlich alle miteinander verbunden. Und deswegen, wir haben so verschiedene Mechanorezeptoren in der Haut, die reagieren auf Berührung, also einfaches Streicheln, die reagieren auf Klopfen, auf Vibrieren, auf Zupfen, auf langsam ziehen oder auch Haut einfach bewegen.
Und das sind alles Dinge, mit denen ihr spielen könnt an eurer gesamten Vulva und auch an der Klitoris. Okay, stopp. Das muss nochmal wiederholt werden, ne? Weil das wird oft vergessen. Richtig. Das heißt, zupfen, klopfen, nicht nur streicheln, sondern auch einfach so die Haut zu schieben. Dafür Genau. gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen in der Haut und alles führt zu, erstens zu Abwechslung. Abwechslung ist immer sexy. Und es führt dazu, dass unterschiedliche Punkte in der Haut angesprochen werden, die wiederum unterschiedliche Signale ins Gehirn senden. Und das heißt, dass, ob du zupfst oder ob du schiebst oder ob du hustest, macht Genau. jedes Mal, wird ein anderer Partygeist aktiviert unter der Haut, ne, und steht auf und fängt an zu tanzen. Das heißt, du hast dann schon bei vier verschiedenen Stimulationsarten, Husten, Dings, hast du schon vier Partygäste aktiviert, die zum Kopf senden, Es geht weitermachen. los. Ne? Aber auch einfach, man fragt sich dann oft, Nadine, wie, wo? Wie, wo, genau. Also stell mal vor, das ist jetzt meine Klitoris und meine Vulva und ich bin Rechtshänderin und stimuliere mich mit der Hand. Dann kann ich quasi erstmal an den Vulvalippen so entlang gehen zwischen den äußeren und den inneren und kann vielleicht auch mal die Klitoris langsam umkreisen. Ne? Vielleicht kann ich irgendwann so eine kleine Acht machen. Das hier ist nämlich der Vagina-Eingang und das hier die Harnröhre. Auch alles Gebiete, die wir in unserem Kurs erklären und die sich sehr freuen über Beachtung. Ne? Das heißt, man kann so eine Acht zum Beispiel machen. Man kann aber auch die Und die Vulvalippen Acht nehmen. ist toll, weil die geht immer über den Genau. I-Punkt drüber. Oh. Und über den V-Punkt, denn der V-Punkt, V wie Vagina, das ist der Vagina-Eingang. Hier sitzen ja die Bulben der Klitoris drumherum. Und wenn die anschwellen und man massiert hier sitzen auch ganz viele Mechanorezeptoren und Körperchen, die sagen, Juhu, Party. macht Party, ne? Und das ist eben nicht immer nur so, ich muss da etwas reinstecken, was mir quasi die gesamte Vagina ausfüllt, sondern es reicht immer mal auch so ein bisschen mit der Zunge oder mit dem Finger. Einfach nur in den Eingang und wieder raus. Rund um diesen Ring sind ganz viele Punkte, die sagen, super, machen. Ne? Das heißt, wenn wir die acht hier machen, rund um den Klitoriskopf, um die Eichel, rund um den Vaginaeingang, über die Harnröhre, die freut sich nämlich auch darüber, dann haben wir quasi drei große Punkte, die wir stimulieren. Und das Gehirn denkt, das wird super, mein Halleluja. Lieblings-DJ ist da. Das wird klasse. Und was ich auch schön finde, ist, wenn das sozusagen die Klitoris einfach mit den Fingern rauf und runter Genau. streicheln. Einfach nur die Lippen rauf und runter streicheln. Man Genau. glaubt gar nicht, wenn man das mal 5 Minuten gemacht hat, wie sehr das entspannt. Und Entspannung führt oft zum Orgasmus. Wir denken immer nur, Anspannung führt zum Orgasmus, aber auch Entspannung. Einfach mal Ja. rauf, runter oder wie du es gesagt hast, die Acht im Ne? Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn. Das ist der wichtige Punkt. Wenn wir zum Beispiel uns selber stimulieren, dann haben wir so eine Go-To-Methode, mit der wir das irgendwie ganz gut können. Und das hat sich das Gehirn gemerkt. Ne? Das heißt, wenn ich immer in dieser Richtung bei mir massiere und es kommt aber jemand, der macht es in die andere Richtung, dann ist mein Gehirn irgendwie verwirrt und denkt sich, nee, also ich mache das doch sonst immer anders. Und deswegen ist es manchmal ganz simpel zu sagen, könntest du bitte mit der Zunge nicht so rum, sondern so rumgehen oder eben wie auch immer man das macht. Oder könntest du bitte so darüber flattern oder vibrieren oder könntest du bitte hier an der Vulvalippe zupfen, weil all das kommt in der Klitoris an. Und wenn wir uns die mal hier so seitlich drehen, haben wir auch hier so ein kleines blaues Dreieck. Das ist ein Gewebe, was auch mit Blut gefüllt wird, aber hier hängt auch so ein kleiner Zügel dran, der sich mit der Harnröhre verbindet. Und man nennt es den Harnröhrenzügel. Und wenn man da dran zieht, das heißt, wenn ich irgendwie so rund um die Harnröhre drücke, kommt das eben an der Klitorisspitze an. Ne? Das sind alles so Tipps, die man spielen kann. Ne? Und was man auch noch machen kann, ist, wenn man hier so die Vulvalippen hat, die zu so einem Sandwich zwischen die Finger nehmen und die über die Klitoris ziehen und quasi die so hin und her bewegen. Das sieht dann aus wie so ein kleiner Sandwich, aber man berührt halt eben die Klitoris nicht direkt, sondern indirekt.
Und das kann super toll und hot sein. Und genauso kann es was ganz anderes mit dir machen, wenn du zum Beispiel die Unterhose anlässt und nur über den Stoff streichelst. Also ich probiere ja immer gerne Dinge aus und ich habe mal so einen Erfahrungswert gesammelt, wenn ich mich normal im Solo-Sex masturbiere und habe meinen Orgasmus und bin fertig, ziehe ich meine Unterhose an und kann dann nochmal etwas anders stimulieren, indem ich zum Beispiel nicht streichle, sondern die Haut bewege über die Unterhose. Hose und dann fühle ich diesen Bereich, der fühlt sich so ein bisschen an wie der Teil deiner Nase hier. Und dann stimuliere ich quasi nicht die Nasenspitze, sondern den Ansatz. Und das fühlt sich komplett anders an. Und der Orgasmus fühlt sich auch anders an. Und so hat man dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das nur so als kleiner Tipp von Vielen, der vielen, Expertin. vielen, vielen Dank, Nadine. Du hast es vorhin schon angekündigt, wir haben einen ganzen Kurs dazu gemacht, Female Ja. Pleasure. Ihr findet ihn in den Shownotes. Noch mehr Tipps, und zwar nicht nur zur Klitoris und zur Vulva, sondern auch zum A-Punkt, zum U-Punkt, zum G-Punkt, zum Anal, für sie, für den Solo-Sex, wenn du mehr ausprobieren möchtest, für ihn, um deine Partnerin besser zu verstehen, und es gibt es sogar noch als Geschenk. Also, ihr findet alles Ja. unten in den Shownotes. Vielen, vielen Dank, Nadine, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit diesen ganzen, ganzen wertvollen Tipps bereichert hast. Im Namen der Klitoris bedanke ich mich auch. Viel Spaß damit.